Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transimal 4, der denn spielt das. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen Bahnalltag simuliert. Wir haben ja in Aschaffenburg einen anderen ICE-Zugteil an unseren ICE angekoppelt, sind da mit dem gemeinsam bis nach Gemünden gefahren und habe euch ja dann noch gezeigt auf der Strecke Kassel-Würzburg, dass wir in Würzburg dann praktisch die Zugteile wieder trennen. Also wir haben so getan, das lässt sich leider irgendwie nicht realisieren, dass man das selber macht. Zumindest habe ich das noch nicht rausgefunden. Und dass wir dann solo bis Kassel fahren. Und ich habe ja dann auf der Fahrt gestoppt, weil es ja dann doch schon noch ganz schön lange gegangen wäre. Also wir fahren ja 170 Kilometer bis Kassel. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das in zwei Teile. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen Zeit, sodass wir dann das Ganze ja, weiter angehen können. Ich habe mal gespeichert. Genau, da gehen wir jetzt drauf. Und wenn da jetzt weiterfahren, wahrscheinlich müssen wir jetzt ein paar Dinge wieder aufrüsten während der Fahrt, aber das ist das geringste Problem, hoffe ich. Lass mal gerade meinen Controller hier anschließen. So. Sind wir denn jetzt? Anscheinend ist alles eingestellt, so wie es sein soll. Wir haben weiter Leistung. Genau. Das ist doch wunderschön. Ja, dann können wir ja genauso weitermachen. So, ich muss gerade mal eben schauen, ob der das auch aufnimmt. Ganz kurzen Moment. Ganz kurz schauen. Ja, er nimmt es auf. Wunderbar. Das ist mir nämlich immer ganz wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er es gar nicht macht, aber er macht es. So. 166 Kilometer noch bis Kassel. Also den Zugteil, den wir dann in Würzburg haben stehen gelassen bzw. abgekoppelt haben, könnt ihr euch ja selber aussuchen, wo der hinfährt, was realistisch klingt. Ich würde sagen, Frankfurt käme vielleicht in Frage, dass der über Fulda fährt und so weiter, dann bis Frankfurt. Wäre jetzt von mir eine Idee. Wir auf jeden Fall fahren weiter bis Kassel-Wilhelmsburg. Sicherungssysteme jetzt eingestellt oder nicht? Glaube, das schon der Gegenzug entgegen, der wahrscheinlich jetzt nach Würzburg fährt, dann weiter auch eventuell Frankfurt oder Aschaffenburg, wäre alles im möglichen Bereich des Möglichen. Wunderschön, wunderschön. So, jetzt hat die LZB auch ja, registriert, hätte ich fast gesagt, ihr wisst, was ich meine. So. Einfach nur geil. Ich liebe diese Strecke. Die ist einfach nur wunderschön. Wunderschön. So, wir brauchen eigentlich die Controller gar nicht. Wir brauchen nur uns ganz entspannt da setzen.
und ab und zu den Sieferknopf drücken. Mehr muss man auf dieser Strecke nicht machen. So langsam kommen wir dann auch auf die Geschwindigkeit zu fahren, die wir fahren dürfen. 250. Also wie gesagt, das wäre für ein Video doch etwas lang geworden. Weil das erste Video geht schon eine gute Stunde und hier bis wir in Kassel sind, sind wir garantiert auch noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weiter, mit Sicherheit. Also das ist schon eine echte Strecke von Würzburg bis Kassel. Das sind schon echt hammerhart, fast 200 Kilometer. Das ist schon echt heftig. So, gleich 200. Kilometer noch bis Kassel. Da bei den Geschwindigkeiten ist natürlich jetzt auch nicht ganz so wild die Kilometer, weil das geht eigentlich relativ zügig, wie ihr seht. Also von 171 jetzt schon runter auf 147. So, da seht ihr mal, wie weit im Voraus die LZB da schon registriert, dass es eine Geschwindigkeitsveränderung gibt. So, der hat das jetzt erstmal rechts oben angezeigt. Da sind es noch 4 Kilometer gewesen, bis die wirksam werden. Also da kann man schon echt sehen, wie schnell, wie wichtig die Linienzugbeeinflussung da ist. Also das ist wirklich richtig, richtig wichtig und sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Zugsicherungssystem, das muss man ganz klar sagen. Also es kann kein Lokführer der Welt so schnell oder so weit im Voraus sehen. Bis der das sieht, ist das schon eigentlich zu spät bei den Geschwindigkeiten.
Deswegen ist sowas ab einer Geschwindigkeit von über 160 Stundenkilometer wirklich absolut wichtig, dass es sowas gibt. Das muss man ganz klar sagen. Also seht mal, wir dürfen kurzzeitig 280 fahren. Zwar nur ganz kurz, aber immerhin. So. Noch gute 50 Kilometer, da sind wir schon in Fulda. Noch mal 86 bis Kassel. So, vielleicht mache ich auch in Fulda Schluss, weil das sonst doch ein bisschen zu lang wird. Schauen wir mal. Ich denke, dass ich in Fulda dann das Video beenden werde. Ich glaube, das ist für euch auch angenehmer, statt dass wir jetzt noch 130 Kilometer fahren bis Kassel. Das ist schon echt ein Stück. Hat auch ausmachen, fällt mir gerade ein. So, wir fahren ja zwangsläufig über Fulda, geht ja gar nicht anders. Ich denke mal, dass ich dann da auch anhalten werde. Irgendwo ist Fulda.
Da ist Fulda. Genau. Oh, IC1, sehr, sehr nice. So, und unsere oder meine Tour oder meine nächste Tour geht natürlich im August Richtung Osten, Nordosten. Freue ich mich schon drauf. 6. August wird es wahrscheinlich sein. Fulda. Während wir hier ein Tunnel nach dem anderen passieren. Also wie gesagt, so kann man einen wunderschönen Bahnalltag nachsimulieren. Die Besonderheit jetzt hier bei den beiden Strecken ist natürlich, dass man jetzt, wie gesagt, auf der Main-Spessart-Bahn von Aschaffenburg wirklich dann bis Gmünden ja fahren kann, ohne Probleme, ohne ist ja offiziell. Und dass man dann wirklich auf der Strecke oder auf die Strecke Kassel-Würzburg gehen kann und dann wirklich, klar, es fehlt der Teil von Gmünden bis Würzburg, klar, logisch, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dass man dann auf die Strecke Kassel-Würzburg geht und dann dort seine Fahrt bis Kassel fortsetzt, so kann man wirklich komplette Fahrt des ICE fast nachstellen. Also ich finde sowas wunderschön, wenn man sowas fast vollkommen real und dem Vorbild getreu simulieren kann. Auch mit dem Ankoppeln, Abkoppeln, das ist wirklich traumhaft. Das muss ich ganz klar so sagen. So, noch 20. So, die LCB reagiert schon mal 200 der Kilometer weit voraus, was wir noch gar nicht als Lokführer noch gar nicht überblicken können, nicht mal ansatzweise. Und die LCB schon war.
dich wunderschön nachzuvollziehen. So, wir dürften jetzt aber langsam mal unter 100 sein, oder? Na klar. Wunderschön. Sind es jetzt gleich noch 10 Kilometer bis Fulda? Lass uns mal an hier. Vielleicht mal ein bisschen konzentrieren, dass wir den Halt nicht verpassen. Sind jetzt nämlich nur noch 6 Kilometer, circa, genau 140 jetzt so langsam, kommen wir dem Ganzen näher. So, genau, jetzt werden wir runtergebremst auf 140. Und dann 100, das ist schon mal sehr gut. Sind wir auch nicht mehr so schnell. Dann sehen wir rechts schon den Bahnsteig von, beziehungsweise den Bahnhof von Kassel. Blau eingefärbt auf dem Diagramm. So, willkommen in Fulda. Sicher.
hoffe, wir kriegen Bahnsteig. Sieht aber gut aus, oder? Doch, das sieht gut aus, die können wir halten. Sehr schön. Halten wir einfach mal. So, das war's dann mit unserer Fahrt. Ich glaube, bis Kassel, das wird jetzt noch zu lange. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip auch verstanden, aber das denke ich schon. So ungefähr, wie gesagt, kann man das Ganze wunderbar nachsimulieren. Hier soll um 9:04 Uhr der ICE 886 einfahren über Kassel, Göttingen, Hannover bis nach Hamburg, Altona. Bis dahin sind wir hier wieder verschwunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt eine schöne Zeit, habt noch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der den gespielt hat. Haut rein. Wenn euch irgendetwas nicht gefallen hat oder wenn es euch gefallen hat, schreibt doch gerne Feedback in den Kommentaren. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.